Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim, natürlich für die Switch. Und ja, wie man sehen kann, sieht man eigentlich nur Schnee. Das liegt daran, dass ich ja diese Vampirfrau Serena da befreit habe und sie jetzt ja, nach Hause bringen soll. Das Ganze wird ein bisschen dauern, aber das ist nicht das Problem. Wir können ja über die Karte auch die Schnellreise machen. Also sie muss hier oben hoch irgendwo. Da muss sie wahrscheinlich hin, Serena, aber ich glaube, wir können bis zu hier können wir da Schnellreise. Macht ja vielleicht Sinn. Obwohl. Warte mal. Dann hier, manchmal auch hier hin. Na, wir machen jetzt hier. Okay. Reisen wir schnell mit der Schnellreise. Reisen wir schnell mit der Schnellreise. Hört sich auch ein bisschen komisch an. Aber so ist das. Ja. So, ich positioniere noch mal kurz mein Mikro gerade richtig. Das ist ein bisschen verrutscht gerade, weil ich dagegen geknallt bin. So. Ja. Serena, die ist glaube ich neben mir. Oh, da ist sie. Oh, die Teufelsfrau. Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Hm, na gut. Sollte hinter uns herlaufen. Sie ist eine Vampirfrau, wie man sehen kann. Oh, warte mal. Ich glaube, wir müssen einen anderen Weg gehen. Ah, vielleicht sollten wir oben rumgehen, das ist vielleicht einfacher, dann können wir den Weg da gehen. Oh, na komm. Können wir da hoch? Achso, wir können auch da nichts gehen. Ja, pass auf. Ja, genau. Das stimmt. Wir sollten vielleicht einen anderen Weg gehen. Aber komm mal mit mir, Serena. Schauen wir mal, wo wir landen. Muss ich mal ein bisschen umgewöhnen. Ich bin nicht aus dem Kingdom Come. Wenn hier lande. Ich weiß, das sagen alle. Fremde Länder besuchen, die Welt sehen. Oh, hier nehmen wir mal schnell ein Wort mit. Luft, elementare Raserei. Na? So, ich hoffe, die sind friedlich gesinnt. Bleibt wachsam. Man kann nie wissen, wann diese Dreckskerle von Sturmmänteln angreifen. Okay. Kann uns egal sein. Kann man wegpacken. Wir gehen erstmal weiter. Das ist der Weg, auf dem wir uns befinden sollen. Yes, okay, dann gehen wir diesen Weg mal weiter und folgen ihm und kommen dann hoffentlich auch zu Serenas Haus, Wohnung, Burg, keine Ahnung, wo sie hin soll. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ja. Ich habe mich noch gar nicht dazu entschlossen, ob ich ein Vampir oder ein Werwolf werden möchte. Ich würde ganz gern beide Quests durchspielen. Ob das dann geht, weiß ich gar nicht. Mal gucken. Ich habe mich mit den ganzen Nebensachen auch noch gar nicht beschäftigt. Also mir fehlen natürlich viele Nebenquests, aber mir fehlen ja auch noch die ganzen Sachen wie Alchemie lernen und der ganze Kram. Das Spiel ist ja schon sehr, sehr groß. Deswegen. Aber immer wieder reinschauen und gucken, ob man bei irgendwas weiterkommt oder so. Macht schon Spaß. Läuft sie hinter mir her eigentlich die ganze Zeit? Ja, okay. Nicht, dass ich hier sonst durch die Gegend laufe. Okay. Wir folgen einfach mal den Pfad. Oh, ein kleiner Bär. Und was ist das? Oh, so ein Schneebär. Blöde Eisviecher. So. Und wieder lebend. Also voll mit Leben. So. Waffen können wir ja wegstecken. Brauchen wir jetzt ja gar nicht. Und auf die Karte. Okay, ich weiß nicht, ob es vielleicht klug wäre, hier außen rum zu gehen und dann dahin oder oben rum. Wir gehen mal außen rum hier. Woher seid ihr gekommen? Höhle ist verloren, Echo ist entdeckt.
Ein Drache, okay, warte mal. So, oh, komm runter, du Schwein. Jetzt ist er da hinten runtergegangen, das ist ja auch blöd. Bringt uns ja gar nichts. Ja, Serena, du musst da jetzt nicht hinlaufen. Ist ja Quatsch. Ah, da kommt er. Das wär's. Der ist tot. Na? Wunderbar. Weiter geht's. Ruah. Ruah. Und zu Beginn des Spiels war es immer schwierig, die ganzen Drachen zu bekommen. Jetzt liegt hier ein Drachen nach dem anderen. Nur da hoch? Ne, da soll man nicht hin. Okay. Hoch. Das wird Ihnen garantiert eine Lehre sein. Yes. Ups. Ja. Hier draußen ist es so hell. Oh, den hat sie wahrscheinlich gerufen, ne? Naja. Wusste ich jetzt nicht, dass ich... So, wir müssen bald schon in der Nähe sein. Oh. Gucken, ob wir hier irgendwo runterkommen. Ich würde sagen, da unten wohnt sie, aber hier können wir nicht runterspringen einfach. Dann sind wir ja auch sofort tot. Na, wir müssen wahrscheinlich einen anderen Weg finden. Guck mal, vielleicht können wir hier hinten runter irgendwo. Komm mit. Komm schon, Serena. Yes, das wäre es wohl. So, wir gehen jetzt hier runter. Also irgendwie werden wir hier schon runterkommen. Ja, ich glaube, hier geht's gut. So. Ja, sieht doch schon besser aus. Da hinten wohnt sie irgendwo, ne?
Das ist ihr Schloss, wo sie wohnt. Das ist ja mal ein kleines Schloss. Eine Krabbe. Kommen wir dann da rüber mit dem Boot? Machen wir mal. Eieiei. Graf Dracula wohnt da bestimmt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, hier, guck mal, hier können wir das Boot nehmen. Reisen wir mal rüber nach Volkiha. Eieiei, das sieht auch gruselig aus, das Schloss, ne? Hey, also, bevor wir da reingehen. Okay. Was gibt es? Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich so weit gebracht habt. Aber wenn wir erst einmal da drin sind, werde ich für eine Weile auf eigene Faust weiterziehen. Ich denke schon. Ich weiß, dass eure Freunde vermutlich jeden hier drin gerne umbringen würden. Ich hoffe, dass ihr euch etwas mehr zügeln könnt. Wenn wir einmal drin sind, seid für eine Weile ruhig und lasst mich die Führung übernehmen. Lady Serana ist wieder da. Öffnet das Tor. Okay. Mann. Also erweist ihm gefälligst den ihm gebührenden Respekt. Okay. Nach all diesen Jahren ist Lady Serana zurück. Zurückgekehrt ist sie ja. Schauen wir mal, was das da so ergibt. Ja, ja, ja. Also viel Ladezeit gerade. Warum auch immer. Also ist die Switch. Sie lädt gern. Wie könnt ihr es wagen, hier einzudringen? Moment. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Mein Fürst, alle zuhören. Serana ist zurückgekehrt. Ich denke, ich werde erwartet. Das kann ich nicht glauben. Oh oh. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurückgekehrt. Mit meiner Schriftrolle der Alten, wie ich annehme. Nach all den Jahren ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Oh, guck mal. Natürlich sie hat die bin Schriftrolle. Sie werden ein paar Menschen gegessen. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spießen. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Sagt mir, wie heißt ihr? Bin der Schansen. Wer seid ihr? Ich bin Hakon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Ihr seid Vampire? Ihr seid nicht als ein zurückgezogen lebender Kannibalenkult? Nicht irgendwelche Vampire. Wir gehören zu den ältesten und mächtigsten Vampiren von ganz Himmelsrand. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. Und was geschieht jetzt? Ihr habt mir einen großartigen Dienst erwiesen. Und nun müsst ihr eine Belohnung haben. Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist.
Ich biete euch mein Blut an. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Und wenn ich euer Geschenk ablehne? Dann werdet ihr Beute sein, wie alle Sterblichen. Ich werde euer Leben dieses eine Mal verschonen, aber ihr werdet aus dieser Halle verbannt werden. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Nun gut, sieht ein bisschen scheiße aus. Dies ist die Macht, die ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. Was mache ich? Werde ich zum Vampir oder werde ich kein Vampir? Vampire irgendwie uncool. Okay, wir werden zum Vampir. Schweigt still. Endlich erwacht? Sehr gut. Spürt ihr, wie die Kräfte in euch wachsen? Jetzt müsst ihr lernen, sie zu beherrschen. Bin bereit, etwas über meine Kräfte zu lernen. Mit meiner Hilfe werdet ihr zu einem tödlichen Werkzeug, das den Sterblichen Furcht und Schrecken einjagt, wohin sein Weg es auch führen mag. Nun hört auf meine Worte und tut, was ich sage. Die wahre Macht des Blutes der Alten findet sich in der Gestalt eines Vampirfürsten. Nehmt die Gestalt des Vampirfürsten an, dann fahren wir fort. Okay, nutze deine Vampirfürstkraft. Bestimmt unter Magie, ne? Änderung? Nee. Illusion? Störung? Kräfte? Vampirförster. Okay. Verwandelt euch in einen Vampirfürsten. Dann werde ich euch nie. In dieser Gestalt könnt ihr mit der rechten Hand euren Feinden ihr Leben entziehen. Mit eurer linken Hand könnt ihr, wenn eure Magikervorräte verbraucht sind, könnt ihr landen und kämpfen, wie es die wilden Tiere tun. Tut dies, dann machen wir weiter. Drücke die Schleichtaste, um zwischen Magie. Der Nahkampfmodus. Zu Boden seid ihr schwächer, weil ihr euch nicht der Blutmagie bedienen könnt. Die Kräfte der Nacht stehen euch jedoch noch immer zur Verfügung. Und eure Klauen sind vorzügliche Waffen. Mit der Zeit werden eure Kräfte zunehmen. Ihr werdet neue Wege und eure Begabungen. Um den Vampirfürsten Talentbaum zu öffnen. Okay. Töte Gegner mit dem Zauber Leben entziehen oder einen mächtigen Bissangriff, um Talente zu verdienen. Jedes neue Talent müssen ein paar mehr verzehrt werden. 50 Zusatzpunkte auf Gesundheit, Magie und Ausdauer als Vampirfürst. Ja, aber ich habe ja noch nichts, ne? Okay. Ich kann auch eh noch nichts machen, oder? Sieht ganz geil aus hier hinten, diese Fledermaus, ne? Ja. Es gibt viel zu lernen. Doch wenn ihr die Kräfte eines Vampirfürsten beherrscht, können euch nur wenige Gegner widerstehen. Wähle deine Kräfte im Favoritenmenü. Thank you.
Wie soll ich denn meine Kräfte hier wählen? Müsst ihr noch wissen, tötet ihr Sterbliche, indem ihr ihnen das Leben entzieht, erhaltet ihr neue Kräfte der Nacht- und Blutmagie. Oh, okay. Solltet ihr wie ein gemeiner Vampir den Einfluss der Sonne lindern wollen, so halte ich immer einige Diener in der Burg dafür bereit. Das ist alles, was ich euch beibringen kann. Wenn ihr eine Lektion wiederholen wollt, braucht ihr es nicht. Ich habe eine Aufgabe, die eure neuen Kräfte auf die Probe stellen wird. Doch sprecht. Gut. Geht und sprecht mit Garan Mareti. Sagt ihm, dass die Zeit gekommen ist. Er wird es verstehen. Okay. Kann ich mal wieder zurückwandeln? Bitte nicht mehr. Okay, gehen wir mal zu diesem Mageti oder wie er hieß. Problem dabei ist, kann ich mich auch wieder zurückwandeln? Ihr seid hier willkommen. Solange ihr euch nicht zu sehr an den Dienern gütlich tut. Ich stehe über solchen armseligen Streitigkeiten. Ich lebe schon viel zu lange, als dass ich mir da... Ich habe schon mehr als genug politische Taktiererei im Hause Dres erlebt. Das konnte ich damals schon nicht leiden und ich kann es auch heute nicht. Ich verstehe nicht, wie kann ich da wieder, kann ich da wieder normal werden? Ich überlasse die Politik den anderen. Ich diene dem Fürsten der Burg. Ich jetzt nicht, aber... Er ist da oben, ja, aber ich kann irgendwie nicht, mit ihm reden. Ich habe die Faszination der Nord für Waffen nie verstanden. Magie besitzt eine größere Vielfalt. Woher Ich wollte ihn ganz angreifen, aber... So, okay, das wollte ich gar nicht machen, aber es macht mir auch nichts. Bin ich halt tot. Vampirfürstalente erhält man für das Töten von Gegnern mit dem Zauber Leben entziehen oder durch Bissangriffe im Nahkampf. Wie es denn? Muss mehr getrunken werden, als wir es vorherige, habe ich mir gedacht. Wart ihr zu beschäftigt, seinen Sturz vorzubereiten? Was? Welches Treffen? Darüber bin ich nicht informiert worden. Oh, ich verstehe. Ich dachte, er hätte nach uns beiden geschickt. Wie schrecklich für euch. Er ist ja gerade Yoga? Okay. Ich habe eine Nachricht von Harkon. Mehr als genug. Fürst Harkon, vergesst euch nicht. Nun, was wünscht unser Fürst? Er sagt einfach, es ist an der Zeit. Nun gut. Er will also den Kelch. Ihr habt von dem Blutsteinkelch gehört? Davon habe ich noch nie gehört.
Es handelt sich um ein gut gehütetes Geheimnis. Der Kelch befindet sich schon eine geraume Zeit in Fürst Harkons Besitz. Richtig angewendet, kann er die Wirkung unserer Kräfte verstärken. Er hat seit langer Zeit darauf verzichtet, ihn zu nutzen. Wenn er ihn jetzt gefüllt haben will, kommen große Dinge auf uns zu. Das ist gut. Folgt mir, ich bringe euch zu ihm. Okay. Fürst Harkon hat sich nie um den Kelch geschert. Hat sich stattdessen auf seine mehr als ausreichenden eigenen Kräfte verlassen. Das ist eine faszinierende Entwicklung. Entschuldigt uns. Ich muss den Blutsteinkelch holen. Der Kelch? Warum? Was habt ihr vor, Garan? Fürst Harkons Befehle, Ortjolf. Beruhigt euch. Unser Freund hier hat den Befehl erhalten, den Kelch zu füllen. Tatsächlich? Wirklich. Er ist zur Rotwassergrotte unterwegs. Und dann? Viel Glück. Vingalmo und Ortjolf sind Harkons engste Berater. Sie werden sicherlich sehr überrascht sein, zu erfahren, dass ihr den Kelch nehmt. Und da wären wir. Dieser Kelch muss direkt an der Blutquelle in der Rotwassergrotte gefüllt werden. Aber das ist noch nicht alles. Na? Wenn das geschehen ist, muss das Blut eines mächtigen Vampirs hinzugefügt werden. Denkt daran, dass die Rotwassergrotte... Nun sagen wir, dort leben derzeit weniger angesehene Mitglieder der Gesellschaft. Ihr habt die Wahl, ob ihr euch mit ihnen abgeben oder gewaltsam vorgehen wollt. Eilt schnell zurück. Ihr wollt Fürst Harkon nicht warten lassen. Okay. Dann wollen wir zur Blutdingsbumsquelle. Aber ich denke, das war genug für heute. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.